Schwerer Unfall am Freitagmorgen auf der B67 in Isselburg. Gleich 4 Pkw und ein Lkw waren hierbei an der Kreuzung zum Münsterlandtor zusammengestoßen. Ein aus Richtung Wertherbruch kommender roter Klein-Pkw, der hinter mir steht, ist als Linksabbieger in die Straße Münsterlandtor abgebogen. Und ein aus Richtung Bocholt kommender, ihm entgegenkommender schwarzer Pkw hinter mir stehend, ist mit dem roten Pkw kollidiert. Die beiden dort drin sitzenden Fahrer bzw. Fahrerinnen sind schwerst verletzt, wobei eine mit dem Rettungstransporthubschrauber in eine Uniklinik geflogen wurde. Die anderen beteiligten 3 Fahrzeugführer sind leicht verletzt und wurden in örtliche Krankenhäuser verbracht. Ja, der hinter mir stehende Lkw wurde auch noch in den Unfall verwickelt durch ein Schleudern dieses schwarzen Polos hinter mir und kam dann in den Graben zu liegen, wo dann noch ein weiterer aus Bocholt kommender Pkw in den Lkw hineingefahren ist und dann dieser Fahrer auch noch leicht verletzt wurde. Die B67 ist für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.